Sieben Dinge, denen du zugestimmt hast, bevor du geboren wurdest. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt sieben Dinge, denen du zugestimmt hast, bevor du geboren wurdest. Dolores Cannon. Yes, ich weiß nicht, was uns erwartet, aber ich fand es einen spannenden Titel. Ja, Mann, Alter, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Wir gehen rein in den Peter. Ich würde sagen, let's get it on, Alter, und los. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass unser Leben mehr ist als nur eine Abfolge von Zufällen, sondern Teil eines großen, vorher festgelegten Plans ist? Heute beschäftigen wir uns mit einem Das ist eine krasse Sache, ne? Das ist auch eine Sache, mit der sich jeder mal auseinandersetzen sollte, so. Ob das wirklich einfach nur eine Abfolge von einfach Zufällen ist oder ob da wirklich ein Plan dahinter steckt, weißt du? Was denkt ihr denn, meine lieben Freunde? Ist das Leben nur eine Abfolge von Zufällen oder steckt da irgendwo ein Plan dahinter? Eins für Zufälle, zwei für einen großen Plan. Ein Thema der Seelenreise und ihrer Planung vor der Geburt. Dieses Thema ist nicht irgendein Thema. Das ist crazy. Es wurzelt tief in den bahnbrechenden Erkenntnissen von Dolores Cannon. Als Pionierin in der Erforschung früherer Leben und spiritueller Phänomene hat sie unser Verständnis der spirituellen Welt grundlegend verändert. Was genau ist diese Seelenreise? Durch ihre ausgedehnte Forschung und Therapiesitzungen hat Dolores Cannon erstaunliche Einblicke in die Erlebnisse der Seele in früheren Leben und darüber hinaus gegeben. Es ist, als würden wir ein Fenster zu einer anderen Welt öffnen. Einer Welt, die sowohl geheimnisvoll als auch erhellend ist. Wir werden sieben Schlüsselentscheidungen untersuchen, die unsere Seele treffen soll, bevor wir überhaupt auf die Welt kommen. Ja, du hast richtig gehört. Sieben Entscheidungen, die unser Leben hier auf der Erde maßgeblich beeinflussen. Das ist wie eine kosmische Strategiebesprechung für unser Leben. Und wir werden uns jede dieser Entscheidungen genau anschauen und verstehen, wie sie unsere Reise auf der Erde beeinflussen. Oh, das ist krass powerful. Ich glaube, es kann powerful sein hier, ja? Zuerst besprechen wir die wichtigste Entscheidung, die Entscheidung, auf der Erde zu inkarnieren. Nach Cannons Erkenntnissen ist das keine zufällige Entscheidung. Es ist eine bewusste Wahl der Seele, die mit viel Überlegung und Absicht getroffen wird. Die Erde ist nicht einfach nur ein weiterer Halt auf unserer kosmischen Reise. Also das ist quasi die Theorie, dass unsere Seele, bevor die auf der Erde kommt, schon gewisse Entscheidungen trifft, so, ne? Auch wann die inkarniert, warum, dass da gewisse Ziele verfolgt werden, bevor wir überhaupt geboren sind. Das ist eine krasse Perspektive, so. Sie bietet eine einzigartige Kulisse mit eigenen Herausforderungen und Erfahrungen, die Möglichkeiten bieten, die es nirgendwo sonst gibt. Denk an die Erde als eine Art Schule, in der die So kommt es mir auch vor, sage ich dir ehrlich. So kommt es mir auch vor. Visionen, das Leben selbst sind, mit all seiner chaotischen Pracht. Anders als auf anderen Planeten, wo das Leben harmonischer verläuft, ist die Erde etwas ganz Besonderes. Ein Ort, an dem Freude und Herausforderungen sich mischen und einen reichen Teppich an Erfahrungen weben. Stell dir eine Welt vor, in der die Seele in die tiefsten menschlichen Gefühle eintauchen, die Vielschichtigkeit von Beziehungen durchqueren und die extremen Gegensätze von Schmerz und Freude, Verzweiflung und Hoffnung erfahren kann. Das ist unsere Erde, ein Ort reich an vielfältigen Lern- und Wachstumsmöglichkeiten für die Seele. Die Arbeit von Dolores Cannon zeigt auf, dass Seelen sich bewusst für die Erde entscheiden, voll im Wissen um die damit verbundene emotionale Achterbahnfahrt. Sie akzeptieren die komplexe Natur des menschlichen Daseins und umarmen nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die tiefen Freuden und Lernprozesse, die das Menschsein mit sich bringt. Die Seelen betrachten diese irdische Reise als entscheidenden Teil ihrer ewigen Suche nach Entwicklung. Die Erde ist wie eine einzigartige Schule, ein Ort, wo Seelen kommen, um Lektionen zu lernen, die nur in einem physischen Körper und in einer dichten, oft herausfordernden Umgebung möglich sind. Sich hier zu inkarnieren, gleicht der Einschreibung in einen Kurs, in dem das Leben selbst der Lehrplan ist, gefüllt mit Lektionen über Liebe, Verlust, Widerstandsfähigkeit und Wandlung. Nun betrachten wir das Umarmen der Dualität, das Positive und das Negative. Cannons Lehren beleuchten die Seelenreise und insbesondere ihren Wunsch, in die Dualität der irdischen Existenz einzutauchen.
Die Erde ist eine Welt der starken Kontraste. Licht und Dunkelheit, Freude und Leid bieten eine unschätzbare Umgebung für die... Das ist ja auch das, was Kurt Tepperwein in unserem Talk gesagt hat, so dass die Seelen quasi auf die Erde kommen, um sich selbst zu realisieren quasi im Endeffekt, weil das nur hier funktioniert. Du kannst in der Vollkommenheit dich selbst nicht realisieren, weißt du? Weil da bist du schon vollkommen. Und dann kommen wir auf die Erde halt unvollkommen, weil die Erde ist unvollkommen. Hier gibt es halt Dualität, gut, böse, dunkel, hell. Hier gibt es von allem auch das Gegenteil. Und deswegen haben wir hier auf der Erde die Möglichkeit, uns zu realisieren und die Vollkommenheit in der Dualität zu realisieren. Und das ist eigentlich das Ziel von den Menschen, hat Kurt gesagt in unserem Talk. Und das hat sich für mich auch plausibel angehört, wenn ich das so sagen darf. Emotion der Seele. Seelen fühlen sich gerade wegen dieses Kontrastes von Gegensätzen zur Erde hingezogen, in der Suche nach Erfahrungen, die ihr Verständnis herausfordern und erweitern. Diese duale Natur bietet ein intensives Spektrum an Erfahrungen und macht die Erde zu einer starken Umgebung für spirituellen Fortschritt. Hier erfährt eine Seele die höchsten Formen der Liebe und die tiefsten Ausdrücke von Angst, tiefen Frieden und zerstörerische Konflikte, große Freude und immense Traurigkeit. Diese Bandbreite an Erfahrungen, die beide Enden des emotionalen und erfahrungsmäßigen Spektrums umfassen, macht die Erde einzigartig für spirituelles Wachstum. Cannons Fallstudien zeigen, dass Seelen die Erde als fruchtbaren Boden für schnellen spirituellen Fortschritt sehen, Herausforderungen und Schwierigkeiten als Gelegenheiten für tiefgreifendes Lernen betrachten. Indem sie die Komplexitäten von Gut und Böse, richtig und falsch, Glück und Traurigkeit durchleben, gewinnt die Seele unschätzbare Einsichten und Weisheit. Diese Erfahrungen, so turbulent sie auch sein mögen, sind wesentlich für den Aufstieg der Seele. Jede Erfahrung auf der Erde, positiv oder negativ, trägt aus der Perspektive der Seele zu ihrer spirituellen Reise bei. Die Seele lernt Lektionen über Mitgefühl. Was hat er auf einmal den Slang verändert hier, der Cousin, wa? Ich küsse dein Herz. Aber ja, das merkt man aber auch, ja. Also ich habe das gemerkt und ich glaube, umso bewusster du wirst, umso mehr merkst du das auch, dass jede Erfahrung eigentlich dazu beiträgt, dass du wächst und dass du lernst. Egal ob positiv oder negativ. Gerade negative Erfahrungen zwingen dich dazu, über dich hinauszuwachsen, wenn du die richtige Perspektive annimmst. So. Negative Erfahrungen können dich auch extrem runterziehen, in die Depression treiben und dich lange Zeit miserabel halten, so, weil du die falsche Perspektive auf die Situation annimmst. So. Aber verstehst du, dass auch jede negative Erfahrung eigentlich für dich ist und dass du eigentlich daraus lernen kannst und da rauskommen kannst als stärkerer Du, dann ist auch eine negative Erfahrung eine positive. Weißt du, was ich meine? Distanzfähigkeit, Vergebung und bedingungslose Liebe, die für ihr Wachstum und ihre Evolution entscheidend sind. Darüber hinaus betont Cannons Arbeit, dass die Reise der Seele auf der Erde nicht nur um persönliche Entwicklung geht, sondern auch um einen Beitrag zur kollektiven Evolution der Menschheit. Indem sie die Dualität der Erde umarmen, helfen Seelen, das kollektive Bewusstsein zu erhöhen und die Menschheit zu einem höheren spirituellen Verständnis zu führen. Abschließend sprechen wir über vorab ausgewählte Familie und Freunde. Cannons bahnbrechende Forschung in der Regressionstherapie hat tiefe Aspekte unserer spirituellen Reise aufgedeckt, besonders in Bezug auf unsere Beziehungen zu Familie und Freunden. Sie entdeckte, dass viele Seelen vor der Geburt Vereinbarungen mit anderen Geistern treffen, um signifikante Rollen im irdischen Leben des anderen zu spielen. Dieses komplexe Netzwerk von vorausgewählten Beziehungen ist entscheidend für den evolutionären Pfad der Seele. Cannon erforscht das Konzept der Seelengruppen, Gruppen von Seelen, die immer wieder zusammen inkarnieren, wobei sie verschiedene Rollen im Leben des anderen übernehmen. Diese Gruppen sind... Krass, die immer wieder zusammen inkarnieren, das ist heftig, ja? Tiefe spirituelle Verbindungen. Kennt ihr das nicht, Digga? Jeder hat doch einen Mensch, wo er das Gefühl hat, so man kennt den schon von lange so. Also ich habe schon Menschen kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, ich kenne die schon 10 Jahre. Das könnte damit zusammenhängen, weißt du? Vielleicht kennen wir uns auch echt schon lange. Nur wir wissen es noch nicht. Oder wir wissen es einfach nicht. ...einander verbunden, die oft über viele Leben hinweg bestehen. Ein Mitglied deiner Seelengruppe könnte in einem Leben ein Familienmitglied sein, in einem anderen ein enger Freund. Ich schwör's dir, ist so. Oder sogar ein Herausforderer. Ich hab das schon gehabt, ja. Die öfter sogar. Variieren, aber das Ziel bleibt gleich. Gegenseitiges spirituelles Wachstum und Lernen.
Die Idee von Verbindung. Wenn du diese Sachen mal, wenn du dich damit mal beschäftigst so und versuchst dafür ein gewisses Verständnis aufzubauen, dann betrachtest du auch Menschen, die in dein Leben kommen, sind oder für eine Zeit da sind oder Menschen, mit denen du vielleicht auch immer wieder Stress hast oder irgendwas Negatives passiert und so, aus einem anderen Blickwinkel so. Weil ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es so sein soll, weißt du? Dass wenn du mit jemandem Stress hast oder wenn irgendwas passiert oder jemand eigentlich für dich eher, also so betrachtet, eher negativ ist in deinem Leben, dass das bewusst so gemacht ist, damit du daraus lernst, so. Das soll so sein und wahrscheinlich, und ich glaube auch daran, dass wir vielleicht vorher das sogar ausgemacht haben oder im letzten Leben das vielleicht sogar umgedreht war, dass du vielleicht derjenige warst, der jemandem Leid zugefügt hat oder jemanden dafür gesorgt hast, dass der sich schlechter fühlt oder so und dass du das in diesem Leben jetzt von ihm widerfährst oder so. Weißt du, wie ich meine? Diese Perspektiven ändern halt auch dein Umgang mit Problemen, mit Menschen, mit generell mit Sachen, die passieren in deinem Leben. Und wenn du einmal verstehst, dass alles so kommt, wie es kommen soll, dann kannst du halt das Leben auch leichtfüßiger gehen, weißt du? Und dir nicht immer über alle Sachen so viel Gedanken machen und das immer so bewerten die ganze Zeit so, weißt du? Sondern ja, das fühlt sich vielleicht dann mal ein bisschen kacke an und das ist, ja, das ist manchmal nicht geil. Ich kenne das selber, Digga, ich habe das auch, weißt du? Aber versuch dann immer wieder die Perspektive anzunehmen, dass das schon seinen Grund so hat. Und dass ich mich da jetzt nicht Wochen, Monate, Jahre lang mit auseinandersetzen muss und meinen Kopf ficken muss und irgendwie miserabel sein muss. So. Aus früheren Leben gibt diesem Konzept eine zusätzliche Dimension. Cannons Klienten erinnerten sich oft an Gefühle unerklärlicher Vertrautheit oder tiefer Verbindung mit bestimmten Personen in ihrem aktuellen Leben, was auf Interaktionen aus früheren Leben hinweist. Unsere Seelen entscheiden sich offenbar dafür, mit denselben Geistern in verschiedenen Leben zu reisen, um unterschiedliche Lektionen zu lernen und jedes Mal neue Dynamiken zu erkunden. Denk mal darüber nach. Herausfordernde Beziehungen spielen eine besondere Rolle in unserer Vorgeburtsplanung. Wir sehen unsere Seelengruppen oft als Quellen von Unterstützung und Liebe an, aber sie sind auch diejenigen, die uns mit unseren härtesten Herausforderungen konfrontieren. Ich schwöre, ich habe sowas auch gerade. Dolores Cannon zeigt, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Seelen Rollen wählen, die auf den ersten Blick negativ erscheinen könnten, wie etwa der strenge Elternteil, der untreue Partner oder der ungerechte Chef. Diese Rollen werden bewusst für die tiefgreifenden Lektionen gewählt, die sie uns lehren. Sie zwingen uns zum Wachstum, lehren uns Vergebung, fördern unsere Widerstandsfähigkeit und helfen uns, die Komplexität von Liebe und Mitgefühl zu verstehen. Cannons. Jemand fragt, Boss Yassin, glaubst du wirklich daran, Leon? Ich glaube nicht nur daran, ich weiß es, Bro. Ich weiß, dass da auf jeden Fall Wahrheit drinsteckt, weil ich die Erfahrungen selber gemacht habe, so, weißt du? Ich fühle das, meine Seele spürt das und sagt mir, ja. Ist es jetzt genauso, wie die das jetzt hier sagt, gerade in dem Video? Ist es jetzt 1:1 so? Keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da ein Teil Wahrheit drinsteckt, weil ich Erlebnisse gemacht habe, die genau das quasi widerspiegeln. Forschungen legen nahe, dass diese schwierigen Beziehungen nicht als Strafen oder als Zufälle zu betrachten sind. Sie sind vielmehr Seelenverträge, eingegangen aus Liebe und einem tiefen Wunsch nach gegenseitiger Entwicklung. Jede Interaktion, ob nährend oder herausfordernd, bietet eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen und hilft uns dabei, persönliche Barrieren zu überwinden, alte Traumata zu heilen und spirituell zu wachsen. Jetzt betrachten wir die Lebensleistungen und Herausforderungen. Cannons Arbeit wirft Licht auf die Lebenspläne der Seele, Entwürfe, die vor der Inkarnation auf der Erde erstellt werden. Ihre Regressionstherapie-Sitzungen offenbarten, dass diese Pläne spezifische Ziele und Herausforderungen beinhalten, die für Wachstum und Entwicklung ausgewählt wurden. Interessanterweise sind diese Pläne nicht nur auf traditionell positive diese Stimme, ja, traditionell Erfahrungen wie Erfolg oder Glück ausgerichtet. Sie umfassen oft eine. Musti sagt gerade, Leon, wenn du mein Lehrer in der Schule wärst, würde ich vor der Schule campen, bis der Unterricht beginnt. Camp it in, Bro, Alter. So eine Lehrer bräuchten wir eigentlich, oder? Sei ehrlich, Alter, wo wir dieses Gefühl haben. Ich hatte auch einen so einen Lehrer Mathematik, deswegen habe ich auch Mathematik irgendwann so krass geliebt, so. Einfach Bock gehabt, den zu sehen, so.
einfach Bock gehabt, dem zuzuhören und so den Stoff durchzuziehen, dies, das. Ja, Digga. Wir bräuchten mehr solche Menschen in den Schulen, so. Generell Menschen, wo die Kids auch Bock haben, so, wo die sich denken, krasser Typ, Alter, ich will dem zuhören. Von Schwierigkeiten, Hindernissen und sogar schmerzhaften Erfahrungen, die bewusst von der Seele gewählt werden. Aus unserer menschlichen Perspektive mag das unlogisch erscheinen. Boss Yassin sagt gerade, aber du weißt schon, dass Reinkarnation nichts mit dem Christentum und dem Islam zu tun hat. So what, bro? Das ist so okay, dass es nichts damit zu tun hat. So ich falls du es noch nicht gemerkt hast in meinen Streams, so ich habe keine Barrieren. Ich lasse mir von nichts Barrieren machen. Also ich würde mir niemals mich vor irgendwas verschließen, weil es von dem einen, von der einen Glaubensrichtung kein Teil ist, höre ich jetzt dem nicht mehr zu und guck mal, ob das sich für mich so anfühlt, als ob da was dran steckt, so weißt du? Ich bin anders als die meisten und ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin. Weil ich bin so offen und ich bin so wissbegierig und bereit zu lernen, dass ich mich vor nichts verschließe, so. Und das gibt dir so viel Potenzial im Endeffekt, auch richtig heftig zu wachsen, wenn du dich vor kein Ding verschließen lässt und nicht in einer Box stecken bleibst, sondern versuchst, da rauszudenken. Und jede Perspektive kann dein Mindset erweitern im Endeffekt, weißt du, dein Bewusstsein erweitern, so. Und wenn du dich vor Perspektiven verschließt, dann bleibst du halt auf einem gewissen Level stecken, so. Warum würde eine Seele Leid und Schwierigkeiten wählen? Cannons Erkenntnisse zeigen, dass es gerade diese herausfordernden Erfahrungen sind, die signifikantes Wachstum der Seele ermöglichen. Die Seele versteht in ihrer höheren Weisheit, dass sowohl Freude als auch Leid starke Katalysatoren für die spirituelle Entwicklung sind. Jede Erfahrung, sei sie positiv oder negativ, wird von der Seele als Errungenschaft gesehen, als Sprungbrett zu größerem Verständnis und Erleuchtung. Facts. Die Seele erkennt, dass das Überwinden von Widrigkeiten, das Lernen aus Fehlern, das Durchleben von Schmerzen und das Heilen von Traumata genauso wertvoll sind wie Momente des Triumphs, der Liebe und der Freude. Wenn du alleine nur diese Perspektive annimmst, überleg mal selber jetzt für dich und dein Leben, was das alles verändern könnte. Wenn du sowohl negative als auch positive Erfahrungen so bewertest, so, und sagst, ey, das ist alles dafür da, damit ich wachse, damit ich lerne, damit ich darüber hinausgehe und damit ich ein stärkeres Ich werde, so, weißt du? Überleg das mal, Digga. Diese Perspektive, was die dir selber für eine Last von den Schultern runternehmen kann. Weil wir sind und tendieren immer dazu, Dinge zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt gut, das ist schlecht, das ist jetzt böse, das ist jetzt gut, das bereue ich jetzt mein Leben lang, das war scheiße, das war dies. Aber wenn wir verstehen und checken, dass alles aus einem Sinn passiert und dass wir von allem auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise lernen können und dass wir dagegen nicht mehr resistent sind, sondern das annehmen. Gesetz der Annahme auch, weißt du, einfach annehmen, wie es ist, so. Nimm das an, Digga, sag, es ist okay so. Es ist dafür da, damit ich wachse, damit ich darüber hinaus wachse und damit ich stärker werde, so. Cannon erforscht auch das Konzept negativer Lebenswege und deren transformatives Potenzial. In ihren Sitzungen entdeckte sie Fälle, in denen Seelen Lebenswege wählten, die negativ orientiert erschienen. Pfade, die mit Kämpfen, Konflikten oder moralisch herausfordernden Deus sagt, vielleicht gibt es gar nicht sowas wie gut und böse. Ich habe von richtig oder falsch geredet, aber doch, also das haben die ja auch hier beschrieben. Ich glaube, auf dieser Erde gibt es das auf jeden Fall. Aber deine Seele kennt das nicht, Digga. Und in der Vollkommenheit, nach dem Tod zum Beispiel, da gibt's das auch nicht. Aber auf der Erde, wir leben in der Dualität. Hundertprozentig. Entscheidungen verbunden sind. Diese Wege werden nicht wegen der Negativität gewählt, sondern wegen des tiefen Lernens, das sie ermöglichen. Eine Seele könnte einen schwierigen Weg wählen, um Lektionen der Mitgefühl, Widerstandsfähigkeit, Vergebung zu lernen oder karmische Schulden aus früheren Leben zu tilgen. Zuletzt sprechen wir über die Reise des Wachstums und des Aufstiegs. Die irdische Inkarnation zielt grundlegend auf Wachstum und Aufstieg ab, ein wiederkehrendes Thema in Cannons umfangreichen Fallstudien. Ihre Arbeit zeigt, dass das letztendliche Ziel der Seele bei der Wahl eines Lebens auf der Erde darin besteht, sich weiterzuentwickeln und zu hören, Ebenen des Bewusstseins. Ah, Digga, leider mit dieser KI-Sprache, Digga, verlieren die mich ein bisschen, ja, sag ich dir ehrlich. Aber die Sachen, die der sagt, sind halt schon. Die Sachen, die der sagt, sind schon deep, Alter. Wir hören es zu Ende, oder?
und des spirituellen Verständnisses auf Zustigen. Canon hebt die unglaubliche Vielfalt der Seelen hervor, die die Erde als ihren Wachstumsbereich wählen. Diese Vielfalt ist ein reichhaltiger... Deus, dass du da anderer Meinung bist, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich küsse deine Zirbeldrüse, aber ich weiß, also ich bin überzeugt davon, dass es Gut und Böse gibt. So, es gibt Dinge, die sind böse. So, wenn du einem Kind was antust, ist das böse, meiner Meinung nach. So, das kannst du auch nicht rechtfertigen, kannst du auch nicht sagen, ja, nee, das ist gut so. Es gibt gut, hier in dieser irdischen Welt gibt's Gut und Böse, richtig und falsch, meiner Meinung nach. Der wesentlich zur Entwicklung jeder einzelnen Seele beiträgt. Seelen kommen aus unterschiedlichen Bereichen und Ebenen der spirituellen Entwicklung. Jede mit ihren eigenen Erfahrungen, Weisheiten und Herausforderungen. Diese Vielfalt bereichert die irdische Erfahrung und bietet eine Fülle von Perspektiven. Das Ding ist, wir haben den freien Willen im Endeffekt, weißt du? Wir können entscheiden, wie wir Dinge bewerten und wie wir auf Dinge reagieren, Digga. Das macht uns ja aus. Das ist ja das, was wir lernen müssen. Das bedeutet ja, spirituell zu sein auch. Bewusst zu beobachten, so. Und dann, wie gehst du mit Dingen, die passieren, um? Das ist das, was ich sage, wo ich sage, da können wir sehr viel lernen und da können wir einfach leichter durchs Leben gehen, wenn wir im Umgang mit den Dingen, die passieren, einfach anders handeln, so. Und das anders verstehen, auf einer tieferen Ebene, so. So. Optionen und Lernmöglichkeiten. Die zahlreichen Beziehungen und Begegnungen, die wir mit diesen vielfältigen Seelen haben, wirken wie Spiegel, die Aspekte von uns selbst reflektieren und so ein tieferes Selbstbewusstsein und Wachstum ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Canons Erkenntnissen ist die Flexibilität des Lebensweges. Betrachte dies. Obwohl die Seele bestimmte Ziele und Herausforderungen vor der Geburt festlegt, ist ihre Reise keineswegs starr. Der freie Wille spielt eine entscheidende Rolle in ihrer Entfaltung. Je nach den Entscheidungen, die wir im physischen Leben treffen, kann die Seele ihren Weg ändern, Umwege nehmen oder sogar bedeutende Fortschritte erzielen. Das ist krass, Digga, das ist krass. Unsere irdische Reise ist dynamisch und reagiert auf unsere Handlungen und Entscheidungen. Das ist das, was ich meinte, Digga, deine Handlungen und deine Entscheidungen. Wie reagierst du auf gewisse Dinge, so, weißt du, wie ich meine? So, und da kannst du, ja... Da kann die Seele dann auch Umwege gehen und so. Und jeder kennt das ja von uns, Digga. Wir kennen alle, wir wissen alle, was richtig und was falsch ist, so. Deswegen wissen wir auch, dass es das gibt. Auch du, Deus, weißt das so. Du weißt ganz genau, dass wenn du jetzt rausgehst und einen anderen Menschen abstichst, einfach so, weil du durchgedreht bist oder weil du es fühlst gerade so, dass das falsch ist. Du machst es dann und dann änderst du dein Leben damit und deinen Seelenweg auch auf eine gewisse Art und Weise, meiner Meinung nach, so, weißt du? Deswegen, wir wissen schon alle, was wir tun müssten, damit es uns besser geht, beziehungsweise wir wissen auch alle, was richtig ist, Digga. Wir wissen alle, was wir weglassen müssten und was wir nicht tun dürften, wenn wir dem Göttlichen näher kommen wollen, weißt du? So, der Erleuchtung näher kommen wollen. Wissen wir alle, was wir falsch machen und was wir richtig machen, jeder von uns. Dolores Canon hebt die Wichtigkeit von Intuition und persönlicher Entwicklung in diesem Prozess hervor. Die Intuition, oft als die Stimme der Seele betrachtet, leitet uns zu Erfahrungen und Entscheidungen, die mit unserem höheren Zweck übereinstimmen. Indem wir Selbstbewusstsein fördern und uns auf persönliches Wachstum konzentrieren, können wir diese innere Führung besser erkennen, was nicht nur unserer eigenen Evolution, sondern auch dem kollektiven Aufstieg dient. Canon beobachtete, dass Seelen am effektivsten lernen und wachsen, wenn sie in Einklang mit ihrem inneren Selbst sind und aktiv an der Selbstentwicklung arbeiten. Das kann die Heilung von früheren Traumata, das Kultivieren von Mitgefühl und Empathie, das Streben nach Wissen und Weisheit oder das Erlernen, die Höhen und Tiefen des Lebens mit Anmut und Widerstandsfähigkeit zu meistern, beinhalten. Jetzt widmen wir uns dem Zweck der Heilung von Karma. In der spirituellen Reise der Seele spielt Karma eine zentrale Rolle. Canons Arbeit, tief verwurzelt in der Regressionstherapie, erforscht dieses Konzept gründlich. Karma ist im Grunde das Gesetz von Ursache und Wirkung, bei dem jede Handlung, jeder Gedanke und jede Emotion eine entsprechende Reaktion nach sich zieht. Das ist so deep, ja. Das so, da kommen wir auch wieder zur Selbstverantwortung, so, weißt du? Viele Leute wollen die Verantwortung immer abgeben. Ja, das ist wegen dem und der ist schlecht, der ist böse, Mann, den muss ich bekämpfen, das ist falsch und bla 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 und checken gar nicht, dass die vielleicht vorher eine Aktion gemacht haben, die diese Reaktion ausgelöst hat, so, weißt du? Und deswegen kannst du auch eigentlich auf niemanden böse sein, Digga. Ich kann gar nicht mehr auf jemanden böse sein, so richtig.
Ich schwöre dir, ich kann gar nicht mehr richtig böse sein, ich kann gar nicht mehr richtig hassen und so, weil ich bin mittlerweile, ich habe halt gefühlt einfach so ein Verständnis dafür, dass alles gut ist, weißt du? Und dass ich nicht böse sein muss und dass ich nicht auf eine gewisse Art und Weise reagieren muss. Und ich gucke immer am Ende, ich bin mir dessen bewusst, dass eigentlich die Antworten und die Lösungen immer in mir sind, so egal was außen passiert. Am Ende des Tages ist die Verantwortung bei mir, für mich, mein Leben und meine Seele so. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen, dass ich irgendjemand anderen von irgendwas beeinflussen muss oder irgendwie Payback oder irgendwas machen muss oder so. Guck einfach in dich selbst rein und die Lösung ist am Start, Bro. Alles gut, weißt du? Es ist ein Leitprinzip für die Seele, das sicherstellt, dass sie durch die Konsequenzen ihrer Entscheidungen lernt und sich weiterentwickelt. Eines der Hauptziele der Seele in ihrer irdischen Inkarnation ist es, ihr Karma zu heilen und aufzulösen. Das umfasst das Identifizieren karmischer Muster und wiederkehrender Situationen und Beziehungen. Das habe ich auch. Ich habe auch so eine Muster immer noch bei mir so. Und da kämpfe ich auch jeden Tag. Jeden Tag, ich schwör's dir. Jeden Tag werde ich mir diesen Mustern bewusst und versuche, diese Muster zu durchbrechen. Ich schwör's dir. Mit allem, was ich habe. Und ich nehme das aber auch nicht mehr zu ernst, weil wenn ich das zu ernst nehmen würde, dann wird mich das voll runterziehen oder zu krass beeinflussen, dass ich nicht mehr durchziehen kann. Aber ich habe das bewusst auf dem Schirm so und versuche mit allen Mitteln da irgendwie gegenzuarbeiten. Und ich bin schon auf einem krassen Weg und mache immer bessere Fortschritte. Und das ist eine gute Sache. Das darf man auch nicht dann so Dings sehen, so negativ sehen, sondern sagen so, ey, guck mal auf deine Vergangenheit, guck mal, wie du dich schon entwickelt hast. So. Aber es gibt gewisse Themen bei jedem von uns, die sich immer wieder wiederholen. Durch irgendwelche Sachen, die wir tun oder Verhaltensmuster oder Dinge, die in uns verankert sind, entstehen immer wieder ähnliche Situationen in unserem Leben. Und ich habe das auch und das hat eigentlich jeder von uns, weißt du? Und da müssen wir halt dran arbeiten, weil das ist ein Karma-Ding. So. Und das zieht sich wahrscheinlich nicht nur durch dieses Leben, hat sich auch schon durch das letzte Leben durchgezogen, so, bis wir das irgendwann durchbrechen. Die sich im Leben eines Menschen wiederholen. Diese sind keine Zufälle, sondern die Art und Weise, wie die Seele ungelöste Probleme hervorhebt, die Aufmerksamkeit erfordern. Die Reise des Erkennens und Verstehens dieser Muster ist wesentlich für die Entwicklung der Seele und erfordert oft tiefe Selbstreflexion und die Bereitschaft, frühere und manchmal auch frühere Leben zu erforschen. Kernens Sitzungen brachten oft Erinnerungen und Einsichten hervor, die Individuen halfen, ihre karmischen Muster zu erkennen und Klarheit über ihre aktuellen Herausforderungen und Beziehungen zu gewinnen. Das Lernen aus diesen Mustern ist entscheidend. Es beinhaltet das Verstehen der Gründe hinter Lebensentscheidungen, ihrer Konsequenzen und der vermittelten Lektionen. Dieser Prozess beinhaltet oft das Ausgleichen vergangener Handlungen, das Wiedergutmachen und das Ändern zukünftigen Verhaltens. Wenn beispielsweise das Lebensthema eines Menschen Konflikte in Beziehungen sind, könnte das Heilen dieses Musters Lektionen in Kommunikation, Empathie oder Selbstachtung beinhalten. Für die Auflösung von Karma wie Flo Beats unterstrich live, ich küsse deine Zirbeldrüse, guten Leon, cooler Kanal, habe dich über YouTube gefunden. Flo, Liebe geht raus auf jeden Fall, danke dir für deinen Support, muchas gracias. Kennen hervorgehoben ist die Vergebung. Vergebung ist ein mächtiges Werkzeug für die... Ich schwör's dir. Vergebung ist ein sehr mächtiges Werkzeug, Mann. Ich habe jetzt heute und gestern, Alter, mit einem Freund, mit dem ich schon über 10 Jahre befreundet bin, wo wir hatten Up and Downs, Digga, weißt du, hoch und runter, Situationen sind passiert, nicht passiert und so. Und das war so schön, Alter, dass wir haben die letzten Tage wieder ein bisschen mehr miteinander uns unterhalten und so und haben uns gegenseitig vergeben quasi für alle Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, so. Und ich weiß auch, dass der Bruder zum Beispiel auch ein Seelenverwandter von mir ist, der wahrscheinlich auch schon öfter mit mir inkarniert wurde. So. Und alleine das zu tun, mit jemandem, mit dem du eine Seelenverwandtschaft spürst, so Frieden zu machen, sage ich mal, weißt du, sich gegenseitig zu vergeben und nach vorne zu schauen, so, das gibt dir, das kann innerlich schon so viele Sachen lösen. Das ist so wichtig, Digga. Deswegen vergibt jedem. Gott vergibt jedem im Endeffekt so. Warum, wer seid ihr, dass ihr nicht vergeben könnt, so, weißt du? Immer Vergebung. Bro, das Leben ist viel zu kurz, als dass wir so einen Abfuck gegenüber Menschen haben, weil die uns mal irgendwann was angetan haben oder nicht, Digga. Weißt du, gerade wenn es Leute sind, mit denen man auch viele gute Zeiten hatte, so. Vergebung. Wichtig. Ich schwör's dir.
karmische Heilung, das es ermöglicht, vergangene Beschwerden loszulassen, sich selbst und anderen zu vergeben und emotionale Lasten im Zusammenhang mit vergangenen Ereignissen zu lösen. Vergebung bedeutet nicht nur, anderen zu vergeben. Es ist auch ein entscheidender Schritt, um sich von den Ketten vergangener Groll und Verletzungen zu befreien und der Seele zu ermöglichen, auf ihrem evolutionären Ver... Der Seele zu ermöglichen. Ich küsse dein Herz, Digga. Zuletzt betrachten wir die Wahl der Anzahl der Lebenszeiten auf der Erde. Ein faszinierendes Konzept in Cannons Arbeit ist die Wahl der Seele nicht nur ihrer Lebenserfahrungen, sondern auch der Anzahl der Lebenszeiten, die sie auf der Erde verbringt. Das ist wild jetzt hier. Diese Entscheidung ist Teil des langfristigen evolutionären Plans der Seele, verwurzelt in ihrem Streben nach Wachstum und Erleuchtung. Cannons Forschung zeigt, wie Seelen in ihrem spirituellen Zustand bewusste Entscheidungen über die Anzahl und Art ihrer irdischen Inkarnationen treffen. Jedes Leben wird gewählt, um spezifische Lektionen und Erfahrungen zu bieten, die für die Entwicklung der Seele entscheidend sind. Einige Seelen entscheiden sich vielleicht für wenige Lebenszeiten, um spezifische Erfahrungen oder Lektionen schnell zu lernen. Andere wählen möglicherweise eine längere Serie von Inkarnationen für eine breitere Palette von Erfahrungen und eine schrittweise Entwicklung. Die Vielfalt der Herausforderungen und Erfahrungen, die für verschiedene Lebenszeiten gewählt werden, ist enorm und auf die einzigartigen Bedürfnisse und Ziele jeder Seele zugeschnitten. In ihren Regressionssitzungen entdeckte Cannon, dass Seelen oft Lebenswege wählen, die eine vielfältige Palette von Erfahrungen bieten, von Leben in verschiedenen Kulturen und Umständen bis hin zu unterschiedlichen Arten von Beziehungen und persönlichen Herausforderungen. Stell dir jedes Leben als ein eigenes Kapitel in einem umfangreichen Buch vor, mit einer eigenen Gruppe von... Stell dir mal vor, du kannst wirklich bewusst wahrnehmen, also so richtig auf dem Schirm, so richtig fühlen, Digga, wie dein letztes Leben zum Beispiel aussah. Also, wenn das so ist, weißt du, mit den Inkarnationen und so. Ich kann das natürlich, ich kann mich nicht hier hinsetzen und sagen, ja, safe ist so. Ich kann nur sagen, was ich fühle, weißt du. Ich fühle das auf jeden Fall, weil ich manchmal mir denke, so krass, ich fühle manchmal Verbindungen zu Sachen und Dingen, die eigentlich nichts mit meinem diesigen Leben zu tun haben, weißt du. Und dann denke ich mir so, krass, Digga, vielleicht war früher mal so und so. Das hat jeder auch schon mal gehabt von uns. Und aber ich stelle mir manchmal vor, du kannst richtig bewusst dein letztes Leben wahrnehmen. So richtig krass so. Heftig, Digga. Heftig. Charakteren, Schauplätzen und Handlungen. Diese Elemente sind kunstvoll miteinander verwoben, um zur Gesamterzählung der Seele beizutragen. Die von der Seele getroffenen Entscheidungen reflektieren ihr tiefes Verständnis für die Vielfalt und Komplexität des Lebens auf der Erde. Eine Seele könnte ein besonders herausforderndes Leben wählen, um Stärke und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Ja. Hier. Safe. Oder ein ruhigeres Leben, um Mitgefühl und Weisheit zu fördern. Sie versteht, dass jede Erfahrung, egal ob positiv oder negativ betrachtet, eine wesentliche Rolle in ihrem Gesamtwachstum spielt. Dolores Cannons Arbeit betont auch die unglaubliche Widerstandsfähigkeit der Seele und ihre Fähigkeit, die von ihr gewählten Wege zu durchlaufen, unabhängig von den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die auftreten können. Diese Widerstandsfähigkeit basiert auf der angeborenen Stärke und Weisheit der Seele, die aus ihrer ewigen Existenz und ihrer Verbindung zu einer universellen Quelle von Energie und Weisheit stammt. Während wir unsere Erkundung... Der redet wie ein Holländer, Digga. Seelenreise und der Vereinbarungen, die vor der Geburt... Manchmal voll das Hochdeutsch und manchmal fängt er an, so Holländer-Vibes-mäßig abzuschweifen, gell? ...getroffen werden abschließen, ist es wichtig zu verstehen, dass das Leben nicht nur eine zufällige Abfolge von Ereignissen ist. Es ist eher eine sorgfältig geplante Reise, ein Gewebe aus Lernen und Entwicklung, das von der Seele selbst gestaltet wird. Jede Erfahrung, jede Herausforderung... Also jedes andere Thema hätte ich bei dem mit der Stimme schon abgehakt. Aber ich sag ehrlich, also ich fand den Content halt schon nice. Herausforderung und jede Freude, die wir erfahren, ist Teil dieses großen Plans und trägt zu unserer Entwicklung bei, sowohl individuell als auch kollektiv als Teil der menschlichen Erfahrung. Denke daran, dass deine Reise einzigartig ist und jeder Schritt, jede Wendung ihre eigene Bedeutung hat. Gehe mit Neugier und Offenheit an deine Reise heran.
Neugier und Offenheit, Digga, das bin ich. Dich von der Weisheit deiner Seele leiten. So. Dein höchstes Selbst zu verwirklichen. Zum Abschluss unserer gemeinsamen Reise durch die faszinierende Welt der Seele. Spannende Geschichte, Alter. Maxim Mankiewicz zum Beispiel redet auch viel von diesen Sachen. Den könnte man auch mal wieder einladen, wa? Und ihrer Vorgeburtsplanung möchte ich euch herzlich danken, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt. Eure Präsenz und euer Interesse an diesen tiefgründigen Themen ist es, was unsere Gemeinschaft so besonders macht. Bam. Wenn euch diese Erkundung gefallen hat und ihr mehr solcher Inhalte erleben möchtet, denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Dicker. Geiles Ding. Gutes Video, ja? Sag ich dir ehrlich. Spannende Geschichte, wirklich. Also mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen, das gibt einem auch irgendwie ein bisschen Ruhe, so, weißt du? Ich glaube halt, wenn man sich damit auseinandersetzt und diese Perspektiven mal einfach hört, du musst ja nicht alles direkt übernehmen, aber das mal zu hören, Digga, kann dir schon alleine so ein bisschen Ruhe geben und Vertrauen geben, dass alles gut ist, so. Weißt du, und ich glaube, das brauchen wir heutzutage wieder, dieses Vertrauen, dass im Endeffekt alles gut ist, so. Dass wir uns nicht unseren Kopf ficken müssen, immer über jede Situation und über jede Sache, die in der Welt passiert und so. Und einfach mal zulassen und annehmen. Also ich liebe euch, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. I like that. Schreibt eure Gedanken dazu natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Video, ja? Ich liebe euch. So. I like that. Peace out.